Die Sims 4 ist ein für Tee mit Teen bewertetes Spiel. Und wer die Sims 4 schon einmal gespielt hat, weiß, dass es im Vergleich zu den vorherigen Sims-Versionen ein Spiel ist, das darauf aus ist, möglichst jugend- und familienfreundlich zu sein. Es ermutigt uns, Familien-Gameplay zu machen. Doch nicht jeder möchte unbedingt sein Spiel so familienfreundlich spielen, inklusive mir. Deshalb sind jetzt hier meine Must-Have-Mods, die im keinen jugendfreien Sims 4-Spiel fehlen sollten. Kleiner Disclaimer, ich habe versucht, alles so gut wie es geht zu zensieren und YouTube-freundlich zu machen. Also falls ihr darauf hofft, hier Sims nackt zu sehen, muss ich euch leider enttäuschen. Dennoch sind die hier gezeigten Mods für ein Publikum über 18 ausgerichtet. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir starten dann auch schon direkt mit dem allerersten Mod, und zwar dem Sugar Life Mod. Und dabei können eure Sims einen Sugar Daddy bzw. eine Sugar Mommy haben. Also ich denke, ich muss nicht erklären, was ein Sugar Daddy oder eine Sugar Mommy ist. Wir sind jetzt hier bei der Candy und die Candy will unbedingt ein Sugar Baby sein. Mit dem Mod kommen jetzt drei verschiedene Charaktereigenschaften, die ihr im Cast auswählen könnt. Einmal die Sugar Babe-Eigenschaft. Diese Sims wollen verhätschelt und verwöhnt werden und haben nichts dagegen, im Gegenzug reiche Daddys oder Mummies Gesellschaft zu leisten. Dann die Sugar Daddy-Eigenschaft. Diese Sims sind immer auf der Suche nach einem jungen, hübschen Ding, das sie mit Geld und Aufmerksamkeit verwöhnen. Und dann die Sugar Mommy-Eigenschaft. Aber wir geben ihr jetzt die Sugar Baby-Eigenschaft, weil sie will ja ein Sugar Baby sein. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euren Sugar Daddy entweder real, also real im Sims-Leben, kennenzulernen oder online auf der Webseite der Sugar Socials. Wir werden jetzt unseren Sugar Daddy online kennenlernen. Über die Sugar Socials. Und da können wir entweder mit Mitgliedern als erstes chatten oder eine VIP-Mitgliedschaft kaufen. Das heißt, da werden uns dann die Sugar Daddies oder Sugar Mummies angezeigt, die uns ein bisschen mehr zahlen. Wir werden aber jetzt direkt einfach einen Date vereinbaren mit einem Sugar Daddy. Und das sind die Sugar Daddies, die uns die App im Moment vorschlägt. Also Johnny Schwarz, Cletus Harris und Bob Pancakes. Ich würde sagen, wir nehmen den Bob, weil den sehe ich schon irgendwie als einen Sugar Daddy. So, wir sind jetzt hier auf unserem Sugar Date mit der Candy und dem Bob. Und wir haben jetzt hier als Hauptziel, dass wir Bob darum bitten, unser Sugar Partner zu werden. Damit es überhaupt erstmal möglich ist, brauchen wir eine minimale Liebesleiste. Die habe ich jetzt schon uns erarbeitet. Jetzt haben wir die Möglichkeit, über den Mod ihn zu fragen, ob er unser Sugar Daddy sein möchte. Oder ob er generell schon einen Sugar Partner hat. Wir fragen jetzt Bob erstmal, ob er schon einen Sugar Partner hat. Und danach fragen wir ihn gleich, ob er unser Sugar Daddy sein möchte. So, und jetzt haben wir erfahren, dass Bob aktuell keine Sugar Arrangements hat. Und Candy hat auch soeben zugestimmt, eine vorteilhafte Sugar Beziehung mit Bob einzugehen. Also Bob ist jetzt unser Sugar Daddy. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn nach Geld zu fragen, weil er jetzt eben unser Sugar Daddy ist. Wir können ihn auch noch fragen, wie viel Geld er allgemein verdient, aber wir fragen gleich nach Geld. So, und jetzt hat Bob uns ganze 837 Simoleons gegeben, also ist eine sehr lukrative Angelegenheit. Wir könnten den Bob jetzt noch weiter nach Geld fragen, aber in meiner Erfahrung lehnen die Sims das dann eher ab, also wir können es mal probieren. Wir fragen den Bob jetzt gerade nach noch mehr Geld. Jetzt kam auch gleich hier die Nachricht, zuerst musst du mich befriedigen, mein Herzchen, dann können wir über deine Belohnung sprechen. Also beim ersten Sugar Date könnt ihr in der Regel nur nach einem Taschengeld fragen. Aber sie hat jetzt hier auch als Stimmung einmal Geld für Liebe. Du bekommst Geld dafür, dass du hübsch und immer bereit bist. Und Sugar Life, du hast deinen Sugar. Mit dem Mod könnt ihr auch mehrere Sugar Daddies bzw. Sugar Mummies gleichzeitig haben. Also ihr müsst euch nicht auf einen Sugar Daddy beschränken, der euch finanziert. Also ihr könnt einen Sugar Daddy dafür nehmen, dass er euch die Klamotten zahlt, einen anderen für Kondome, also wie ihr das wollt. Da seid ihr ganz frei in euren Spielmöglichkeiten. So, damit sind wir auch schon beim nächsten Mod, und zwar dem Basement to Drugs Mod. Denn der Kyle hier, der Freund von der Candy, möchte auch keinen normalen Job nachgehen, sondern er möchte Drogen dealen. Und mit dem Basement to Drugs Mod ist es möglich. Mit dem Mod könnt ihr eigentlich alles machen, was irgendwie mit Drogen zu tun hat. Also ihr könnt, nicht ihr, aber eure Sims können Drogen konsumieren, Drogen verkaufen, Drogen dealen, Drogen anbauen, mehrere verschiedene Arten von Drogen anbauen, Alkohol konsumieren, betrunken werden, high werden, in den Entzug gehen. Also wirklich alles, was ihr euch mit Drogen vorstellen könnt, ist mit dem Mod möglich. Wir sind jetzt hier mit dem Kyle in einer dunklen Ecke mit seiner Dealerin, der Ariana Grande.
Denn der Kai möchte zum einen jetzt Drogen kaufen und zum anderen möchte er sich über Dealen erkunden. Und das ist jetzt hier möglich über den Basement to Drugs Mod. Also ihr könnt zum einen, wie gesagt, Drogen kaufen. Da sind Halluzinogene möglich, also Cannabis, Pilze, LSD, dann Pillen, MDMA und verschreibungspflichtige Medikamente. Dann Pulver, Amphetamine, Kokain. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, andere Anfragen nachzugehen. Also ihr könnt entweder einen gefälschten ID kaufen. Das hat die Relevanz, dass mit dem Mod eben auch der reale Alkohol kommt. Und in Sims gibt es ja auch Teenager. Die dürfen dann, normalerweise wird diesen dann kein Alkohol ausgegeben, aber mit dem Mod und dem gefälschten ID ist es dann dennoch möglich. Was uns jetzt allerdings interessiert, ist der Drogenhandel. Kyle dealt allerdings schon mit Drogen, also er dealt schon mit Amphetamin, Gras, Kokain und Pillen. Aber wenn er das nicht machen würde, könnte man jetzt hier bei dem Dealer, wenn man eine gewisse Freundschaftsleiste hätte, ihn fragen, ob er Drogen dealen kann und es wäre dann möglich. Kyle hat jetzt durch den Mod auch schon die Fähigkeit des Amphetaminhandels bekommen, die Fähigkeit des Cannabishandels und die Fähigkeit allgemein des Pillenhandels. Mit dem Mod kommen dann auch neue Bestreben. Er hat jetzt zum Beispiel das Bestreben des Psychonauten. Das heißt, er möchte so viele Drogen wie möglich konsumieren. Und wie mit den normalen Bestreben habt ihr dann auch verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel, er hat jetzt erforsche 7 Drogen auf dem Computer und rauche 4-mal Cannabis. Das Rauch auf jeden Fall Cannabis hat er schon gemacht. Ich zeige euch jetzt auch gleich Kyles kleines Drogenlabor, wo er eben seine Drogen anbaut. So, wir sind jetzt hier in Kyles kleinen Drogengarten und er baut hier verschiedene Arten von Drogen an. Einmal verschiedene Sorten von Cannabis, Cannabis AK-47, dann Cannabis Purple Haze und Cannabis Indica. Und hier baut er noch 2 verschiedene Arten von Pilzen an. Die können wir jetzt ernten und anschließend dann verkaufen. Das geht über das Telefon, über Basemental hier. Dort kann er dann Drogen verkaufen, was wir jetzt auch direkt machen werden. Und der Kyle ist jetzt hier in einem Kundengespräch und kann aussuchen, welche Drogen er verkaufen möchte. Also ob er Amphetamine verkaufen möchte, Kokain, MDMA oder Cannabis. Wir werden jetzt Cannabis auswählen. Jetzt tut er eben das Cannabis am Telefon verkaufen. Und natürlich können eure Sims mit dem Mod auch high werden. Also hier könnt ihr zum Beispiel das Gras mittels einer Bong rauchen. Das wird jetzt der Kyle auch machen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, inwiefern ich das auf YouTube zeigen darf. Deswegen zeige ich euch dann nur, wie der Kyle danach aussieht, wenn er das Cannabis geraucht hat. So, der Kyle hat jetzt das Cannabis fertig geraucht und wie ihr sehen könnt, ist er ziemlich bekifft und hat sehr rote Augen. Er hat jetzt hier auch als Stimmung bekifft vom Rauchen von Cannabis, high auf AK-47. Was allerdings auch wichtig ist, dass der Mod auf gar keinen Fall die Auswirkungen von Drogen verharmlosen möchte. Das möchte ich an der Stelle auch mal betonen, als eure Sims können tatsächlich dadurch sterben, dass sie die Drogen konsumieren und können auch in einen Entzug gehen, können von der Polizei erwischt werden beim Dealen. Also es ist nicht nur alles positiv mit den Drogen. So, wir sind jetzt mit dem Kyle in einem Nachtclub, denn wie ich erwähnt habe, kommt mit dem Mod ja auch die Möglichkeit, reale Alkohol zu bestellen. Das werden wir jetzt auch machen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, aus verschiedenen Alkoholsorten auszuwählen. Zum Beispiel gibt es jetzt hier Rum und Cola, Weißbier, Plasma Jane, Gin Fizz, Long Island Iced Tea, was halt total viel Realismus nochmal in einem Spiel bringt, wenn eure Sims jetzt nicht unbedingt den Zebrafitz trinken, sondern einen realen Cocktail, den es auch im realen Leben gibt. Wir bestellen jetzt einfach mal einen Long Island Iced Tea für den Kyle. So, der Kyle trinkt jetzt seinen Long Island Iced Tea und wird jetzt von dem auch wie im realen Leben eben betrunken. Und vom Alkohol könnt ihr auch süchtig werden. Also es ist nicht nur so, dass ihr nur von den Drogen süchtig werden könnt, sondern es ist auch beim Alkohol möglich. Und er hat jetzt hier als Stimmung geschmeidiges Getränk. Ein geschmeidiges Getränk trägt dazu bei, den Tag etwas angenehmer zu machen, was auch vom Basement to Drugs Mod kommt. Damit kommen wir auch schon zum dritten Mod, und zwar dem Adult Entertainment Production Mod. Damit haben eure Sims die Möglichkeit, in die Erwachsenen-Filmindustrie einzusteigen. Entweder selbstständig oder bei einer Agentur als Camgirl zu arbeiten. Wir sind jetzt hier wieder zurück bei Candy und Kyle, denn Candy hat gemerkt, Sugar Daddy haben ist doch nicht so lukrativ, sie will jetzt lieber ein Camgirl sein. Und mit dem Mod könnt ihr jetzt eure Sims beim Techtelmechteln-Film, wie ihr hier sehen könnt, und zwar mit dem VVOOX 3000. Also den könnt ihr auch noch für alles Mögliche
anderen nutzen. Also ihr müsst eure Sims jetzt nicht unbedingt beim Techtelmechtel filmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch einfach filmen, wie sie auf der Toilette sitzen. Falls es irgendwie euch begeistert, wer weiß. Mit dem Mod gibt es, wie gesagt, jetzt auch eine Karriere, die auch live spielbar ist als Camgirl. Also ihr habt dann die Möglichkeit, mit dem Mod auf einen Erotik-Fotoshooting zu gehen, was ihr auch live spielen könnt. Und die Karriere wird jetzt auch mal Candy annehmen. Also sie wird dann ein Webcam-Model. Candy ist jetzt in die Adult Entertainment Production Inc. Karriere gegangen. Sie ist jetzt dort ein Webcam-Model und hat als erstes die Aufgabe, einen Channel zu machen und anschließend eine Live-Show zu streamen. Das werden wir jetzt beides mal machen, damit ich euch das zeigen kann. Mit dem Mod kommt jetzt die Seite adultworld.com und da habt ihr entweder die Möglichkeit, euch Porn anzuschauen, dann neue Woohoo-Positionen zu recherchieren, zum Ausprobieren oder eben die Möglichkeit, Live-Camps zu machen. Und hier könnt ihr entweder dann eine Live-Show streamen, mit euren Abonnenten chatten oder eine VIP-Show machen. Und die Candy wird jetzt eine Live-Show machen, also einen Channel hat sie schon vorher erstellt gehabt. So, wie ihr sehen könnt, gibt Candy jetzt gerade ihre Live-Show und ist schwer beschäftigt mit nicht jugendfreundlichen Aktivitäten. Also man sieht jetzt hier nichts, also man sieht dann hier nur den Bildschirm und Candys Webseite und sie bekommt immer wieder Tipps, wie ihr sehen könnt, von ihren Subscribern, also sehr lukrativ. Ihr kriegt dann auch so nette Nachrichten wie Nice Pussy and Ass, Cute Girl oder You're so hot, you're fire, love your videos oder You've got nice titties, baby. Also es ist wirklich Entertainment, die Karriere zu spielen. Und einer hat gerade auch noch geschrieben, Fake Boobs are awful, weil Candy natürlich auch gemachte Brüste hat. Wer hätte das gedacht? Und es macht total viel Spaß, die Karriere auch zu spielen, weil man sich total viele Geschichten einfallen lassen kann im Sinne von OnlyFans etc. Also es muss nicht unbedingt auf die nicht jugendfreie Schiene gehen. Also ihr könnt es auch so machen, dass euer Sim heimlich einen OnlyFans-Account hat und der Freund es dann rauskriegt. Also das habe ich zum Beispiel schon gespielt. Und Candy hat jetzt ihre Live-Show beendet und hat 65 neue Abonnenten bekommen und hat jetzt 220 Abonnenten insgesamt. Wenn ihr richtig viel Geld verdienen wollt, könnt ihr auch noch eine VIP-Show machen. Dort seid ihr dann mit den speziellen Mitgliedern, die etwas mehr zahlen, was wir auch gleich mal machen werden. Da passiert allerdings nicht ganz so viel. Also sie macht wieder die gleichen Aktivitäten vor der Kamera, wie man sehen kann, aber es ist ja alles zensiert. Und sie hat jetzt ihre VIP-Show beendet und hat ganze 493 Simoleons verdient. Und die könnt ihr eigentlich auch immer machen. Die Live-Show könnt ihr nicht ganz so oft streamen. Deshalb ist es eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie bekommt dann auch als Stimmung Attention Whore. All attention is on you, baby. They want to pump you and want you pump yourself on camera. The most important thing, they're ready to pay you. Mit dem Mod gibt es auch noch einen Award, für den ihr nominiert werden könnt, den Starlight Venus Award. Das wurde es jetzt allerdings noch nicht. Der nächste Mod, den ich euch vorstellen will, ist der Wicked Whims Mod. Und ich denke, ihr habt alle schon vom Wicked Whims Mod gehört und was der Mod prinzipiell macht. Also der regelt wirklich alles, was man in Bezug auf Techtelmechteln regeln kann. Und klar, normalerweise seht ihr dabei eure Sims auch komplett nackt und könnt es auch personalisieren. Ich habe jetzt einen Streamer-Mod drauf, damit das Video eben von YouTube nicht gesperrt wird. Mit dem Mod kommt zuallererst die Möglichkeit, auf verschiedenen Flächen zu techtelmechteln. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel hier auf dem Sofa techtelmechteln, was wir jetzt auch machen werden. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier alles zensiert. Ihr könnt vielleicht noch ein bisschen was erahnen, was er da gerade mit ihr vorhat, aber das wollen wir uns nicht genauer jetzt anschauen. Während die beiden hier beschäftigt sind, will ich euch noch eine andere Eigenschaft von dem Mod zeigen. Und zwar, wenn ihr das Erweiterungspack Zeit für Freunde habt, könnt ihr eine Gruppe erstellen und bei der Gruppe habt ihr eben die Möglichkeit, Wicked Whims Eigenschaften auszuwählen. Genau, ihr könnt dann nämlich auch Wicked Whims Eigenschaften auswählen. Also ihr könnt einen Swinger haben oder ganz normal einfach Techtelmechtel auswählen. Und wenn ihr eben einen Swinger auswählt, können eure Sims mit allen, die sie wollen, Techtelmechteln. Und ihr könnt es praktisch so in euer
Gameplay einbeziehen, dass ihr eben einen Boohoo-Club vielleicht eröffnet, wo dann eure Sims hingehen, um mit anderen Paaren zu swingern, falls ihr das möchtet. Kein Judgment hier. Wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt auch zensiert. Man sieht jetzt sowas wie einen durchsichtigen BH. So, die beiden sind jetzt auch fertig. Candy hat sich noch nicht wieder was angezogen. Aber sie hat jetzt hier auch ein Merkmal bekommen. Quickie mit einem heißen Feger. Es gibt auch eine Fähigkeit, die man jetzt erwerben kann. Die Sexpertise-Fähigkeit. Die kommt mit dem Mod. Und mit dem Mod kommen auch alle möglichen Personalisierungsmöglichkeiten. Ich gehe das mal ganz kurz mit euch durch. Also, ihr könnt eure Körperauswahl personalisieren. Also, dann könnt ihr die Rollenzuweisung personalisieren, also welche sexuelle Rolle er hat, welche geschlechterspezifische Rolle er hat. Dann die Anatomie und Kleidung, dann die Wicked-Eigenschaften. Das sind zum Beispiel die hier jetzt, also selbstsüchtiger Liebhaber, großzügiger Liebhaber, Nacktheitsenthusiast und noch viele, viele mehr. Dann könnt ihr natürlich auch die Schambehaarung von eurem Sim auswählen. Dann habt ihr Möglichkeiten, die Nudismus-Einstellungen zu personalisieren und auch dann hier die ganz normalen Einstellungen einzuholen. Einmal für Nacktheit, für schlechte Mächte, für Schwangerschaften, Beziehungseinstellungen, Einstellungen normal, Sprechblasen und Blumbobs, also total viel. Und mit dem Mod kommt auch noch ein Attraktivitätssystem. Hier Attraktivitätsmerkmale. Also hier können wir dann die Vorlieben von Kai wählen, zum Beispiel die grundlegenden Attraktivitätsmerkmale. Haarattraktivitätsmale, Detailsattraktivitätsmale, körperliche Attraktivitätsmerkmale, Outfits, die ihr mag. Da gibt es dann eben bevorzugte Geschlechter, bevorzugte Erscheinungsbilder, bevorzugte Okkulte, bevorzugte Altersgruppen, Stimmart, Stimmtiefe. Also wirklich alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Mit dem Mod kommen unglaublich viele Möglichkeiten, die ihr machen könnt, die jetzt neben dem Offensichtlichen, sage ich mal, sind. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, was richtig cool ist, mit dem Handy einen Stripclub zu kaufen. Das wird der Kyle jetzt auch machen. So, der Kyle hat jetzt hier seinen Stripclub gekauft und den könnt ihr jetzt mittels des Handys managen. Da könnt ihr jetzt erstmal Angestellte verwandeln, also erstmal eure Tänzer einstellen. Da habt ihr dann die Auswahl. Wir nehmen jetzt einfach mal ein paar, die hier sind. Und könnt dann auch euren Stripclub eröffnen. So, der Stripclub ist jetzt nun eröffnet. So, unsere ersten Tänzerinnen tanzen jetzt hier auch schon. Und wir haben jetzt auch schon den ersten Kunden, der angeregt zuschaut. Und hier klatscht auch jemand. Also, ist halt wirklich wie in einem Stripclub. Ich habe keine Ahnung, aber sie trägt aus irgendeinem Grund eine Pistole in der Hand. Frag mich nicht, wieso. Warum hat sie da eine Pistole? Weil, könnt ihr das sehen? Aber darum soll es nicht gehen. Also wie gesagt, hier habt ihr dann den Stripclub und die Männer oder auch allgemein die Kunden sind geben dann auch gut Tipps und werfen mit dem Geld, was sehr lustig ist. Mit dem Mod kommen allerdings noch total viele weitere Eigenschaften, die ich jetzt allerdings nicht alle zeigen kann, weil es einfach das Pensum sprengen würde. Aber es ist definitiv kein oberflächlicher Mod und ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Was ist euer Lieblings-18-Plus-Mod? Das würde mich wirklich interessieren. Und wie baut ihr das in euer Gameplay ein?